Guter Charakter fördert Vertrauen. In jeder Mannschaft, in jeder Firma, in jeder Gemeinde hat der Leiter die Aufgabe zu führen. Und wenn er Vertrauen in der Mannschaft erwecken kann, wenn das Vertrauen in der Mannschaft wächst, dann wächst auch die Hingabe der einzelnen Teammitglieder. Und je mehr sie ihm vertrauen, desto mehr soll er auch Rechenschaft geben für sein Leben. Weil er ist an einer Stelle, wo, wenn etwas schiefläuft, er eine Menge Schaden antut und die ganze Teammitglieder alle verletzen kann. Und das möchte man in einem Team ja vermeiden. Deswegen ist es so wichtig für uns, dass wir an dieser Stelle vom guten Charakter sind, dass Leiter vom guten Menschen sind, vom guten Charakter sind, weil wenn es einen Vertrauensbruch gibt, dann ist das schwerwiegend. Fehler, wenn du Fehler machst, die werden jetzt deine Mannschaft dir vergeben. Aber wenn es einen Vertrauensbruch gibt, das ist etwas, was wirklich ins Herz geht und viel Zeit braucht, um wieder hergestellt zu werden. Wenn du klettern gehst und du jemanden hast, der oben steht und die Seile festhält, möchtest du jemanden an der Seite haben, der, dem du magst, der vielleicht toll aussieht, oder suchst du jemanden, um die Seile festzuhalten, dem du vertraust? Dein Leben hängt davon ab. Deswegen suchst du immer eine Person, dem du vertrauen kannst. Und genauso ist das, wenn es um Charakter geht, suchst du Leute, die vom guten Charakter sind. Diesen Leuten möchtest du viel, viel lieber folgen als andere Menschen, die vielleicht charismatisch sind, aber vom Charakter her mangelhaft sind. Deswegen ist es so wichtig für uns, dass wir auf unser Leben achten, auf unser Charakter achten, weil andere müssen uns folgen. Wir können das nicht fordern von anderen Menschen, dass sie uns folgen. Das Vertrauen und unsere Kraft zu leiten hängt von unserer Integrität und unserer Ehrlichkeit ab. Wenn wir kontinuierlich leben, wenn wir unsere Werte festhalten, dann sind wir Menschen, die andere folgen wollen. Auch wenn unsere Teammitglieder nicht immer übereinstimmen mit dem, was sie sagen, was wir sagen, sie sind bereit, uns nachzufolgen, weil sie haben das Gefühl, dass sie safe sind, dass sie in einem geschützten Raum ihre Arbeit verrichten können. Du weißt, wo du stehst, wenn du mit so einer Person in einem Team bist. Und du weißt auch, dass du eine andere Meinung haben darfst und es wird die Beziehung nicht schaden. Vor vielen Jahren habe ich eine ganz interessante Erfahrung hier in der Gemeinde gemacht. Und wir haben einen Rückblick gemacht. Und das war im Januar. Und ich habe aufgelistet alle Ziele, die wir hatten für das Jahr davor. Und ich bin da durchgegangen. Ich habe gesagt, Ziel 1, das haben wir geschafft. Ziel 2 haben wir geschafft. Ziel 3 und 4, das haben wir nicht geschafft. Und Ziel 5 haben wir geschafft, ungefähr. Interessanterweise kam nach dem Gottesdienst eine Person zu mir und hat zu mir gesagt, Wayne, nach heute möchte ich in die Gemeinde eintreten. Ich war an der Stelle dann überrascht und ich dachte, jetzt habe ich gerade gesagt, was wir alles nicht geschafft haben und jetzt will er in die Gemeinde eintreten. Aber er hat zu mir gesagt, das ist das erste Mal, dass ich von der Bühne jemand gehört habe, der Fehler oder ein Versagen zugegeben hat. Und das kam von dir heute und deswegen habe ich mich entschieden, so ein Mann möchte ich folgen. Interessante Geschichte, aber das zeigt für uns, das hat mir damals gezeigt, so wie wichtig das ist, dass wir Menschen sind, die authentisch sind, Menschen sind, die andere vertrauen können. Die Frage für dich und für mich ist, wie können wir dieses Vertrauen bei anderen fördern? Die Antwort ist natürlich guter Charakter. Die Bibel sagt in Lukas 16, 10 und 11, wenn wir treu gefunden werden in den kleinen Dingen, dann wird Gott uns größere Dinge anvertrauen. Und im Charakter geht es um die kleinen Dinge, die vielleicht niemand anders sieht, die aber sehr, sehr wichtig sind für das Vertrauen. So, ich möchte euch jetzt eine Checkliste geben und nachdem du es angehört hast, kannst du selber in deinem eigenen Leben
durchgehen und sagen, passt das zu mir? Bin ich eine Person, der vertrauenswürdig ist? Liste Nummer 1. Bist du belehrbar? Gibst du deine Fehler zu? Das ist sehr, sehr wichtig, wenn wir Menschen helfen wollen, dass sie wachsen können. Das ist sehr, sehr wichtig für uns auch als Leiter, Teamleiter. Wir machen auch unsere Fehler. Wenn wir die Fehler zugeben, dann geht das Leben weiter. Dann ist das Team glücklich, wenn wir es einfach zugeben. Ich verstehe nicht, warum manche Menschen einfach zu viel Stolz haben, zuzugeben, dass sie Fehler gemacht haben. Zweitens, du hast eine klare Vision und Ziele für deine Aufgabe. Sehr wichtig ist es, dass Menschen wissen, wo es hingeht. Und Vertrauen fördernd ist immer, wenn wir Ziele haben, wenn jemand weiß, okay, das ist das, was er will, das ist der Weg, den er gehen will, und er übernimmt die Verantwortung, um Klarheit zu bringen an dieser Stelle. Drittens, du bist zuverlässig. Absolut zuverlässig. Menschen wissen, womit sie zu tun haben, wenn du etwas sagst. Viertens, du gehst keine Kompromisse ein, wenn der Druck von außen steigt. Machen wir Kompromisse, gehen wir neue Wege, weil wir einfach jemanden in unsere Gemeinde dann haben möchten, und wir gehen Kompromisse ein, die wir mit niemand anders eingegangen sind. Das ist sehr, sehr wichtig für uns. Wenn wir eine Arbeit bauen wollen, die sich bewährt über lange Zeit, dann müssen wir an dieser Stelle und dürfen wir keine Kompromisse eingehen, wenn der Druck steigt. Fünftens, du bist mutig mit der Lösung von Problemen und Schwierigkeiten. Gehst du das an oder kehrst du das unter den Teppich? Wenn du das angehst, auch wenn du das, wenn es schwierig ist, so Menschen werden das achten, sie werden einfach sich freuen, dass du Wege findest. So, du wirst einfach Vertrauen in ihrem Herzen wachsen lassen, wenn du für Probleme Lösungen suchst, wenn die Schwierigkeiten aus dem Weg geräumt werden, wenn es Probleme gibt, die du zu dem Moment ja nicht lösen kannst, dass du einfach ehrlich sagst, wir können das momentan nicht lösen, aber wir geben uns Mühe. Du bist loyal. Wenn ein Leiter charged über andere in seinem Team, dann merkt jeder das und er öffnet die Tür, damit Charging erlaubt ist. Oder auch, dass sie denken, wenn er das über sein Teammitglied, seinen Kumpel jetzt sagen kann, dann sagt er das sicherlich auch über mich zu jemand anders. So wichtig, dass wir nicht charging, dass wir wirklich aufpassen, was wir zu anderen sagen über andere Menschen. Nummer 7. Bist du gerecht und fair, wie du andere behandelst und bevorzugst? Keine Familie. Keine Familie soll bevorzugt werden. So deine Freunde, haben sie einen anderen Stand als alle anderen in deinem Team? Sehr wichtig, dass es nicht der Fall ist, dass absolute Gerechtigkeit herrscht und dass die Behandlung von allen gleich ist. Bist du ehrlich und hältst dein Wort? Wenn ich ein Versprechen gebe, dann muss ich das auch halten. Wenn ich jemand sage, ich tue das, ich gebe dir Geld dafür, du bist zu diesem Zeitpunkt werde ich dich der Aufgabe geben. So, das sind Momente, wo wir unser Wort halten müssen. Sie gehen davon aus, dass wir es umsetzen werden. Und wenn wir es nicht tun, dann ist es ein Vertrauensbruch. Und das ist ein Problem für das Team. Nummer 9. Bist du eine Quelle der Ermutigung in schweren Zeiten? Uns geht es nicht immer gut, aber für unser Team ist es wichtig, dass sie wissen, hey, wir finden Kraft in Gott. Ich glaube nicht, dass es authentisch ist, wenn wir jede Woche sagen, dass uns Trop gibt und dass wir uns blenden, dass es alles blend ist und es gut ist. Das ist nicht darum, worum es geht. Es geht darum aber, dass in den schweren Zeiten, dass wir ein Wort der Ermutigung finden, und das können wir von Gott bekommen für das Team. Sie finden es gut und sie werden ein Vertrauen zu uns haben. David, der hat ein Wort, ein positives Wort, ein Wort der Ermutigung gefunden, als Goliath gegen das ganze Volk jetzt kommen wollte, hat David gesagt, wer ist er im Vergleich zu unserem Gott?
der hat ein Wort der Ermutigung gefunden zu einem wichtigen Moment. Nummer 10. Du hast die Fähigkeit, auf Gott zu hören und die Weisheit, gute Entscheidungen zu treffen. Ein Fehler ist erlaubt. Aber unser Team erwartet, dass insgesamt wir gute, nachvollziehbare Entscheidungen treffen, die helfen unserem Team, besonders in Bezug auf Menschen, die wir einsetzen, besonders in Bezug auf die ganz wichtigen Entscheidungen. Sie wollen wissen, dass wir mit dem notwendigen Sorgfalt und mit Herz und mit Reden mit anderen Menschen und so weiter, dass wir auf eine gute Entscheidung kommen und dann folgen sie uns. Dein Lebensstil ist zusammenfassend vorbildlich. Wenn du das hast, dann folgen dir andere Menschen. Guter Charakter fördert Vertrauen. Halte das fest.